So, wir gucken jetzt der größte Gummiball der Welt, meine Damen und Herren. Ich habe mir hier eine Schüssel mit Pistazien hingestellt. Lecker. Passend zu einer nicen Reaction. Ich würde sagen, Leute, wir fackeln nicht lang rum, gehen rein in der größte Gummiball der Welt. Let's go. Okay, was geht ab, Leute? Es ist Flummi-Zeit. Leider gibt es aber eine Sache, die heute anders ist. Ich weiß, normalerweise ist immer Lars dabei. Aber heute haben wir das Problem, dass Lars keine Zeit hatte. Aber dafür haben wir jemand anderen, und zwar einen Special Guest. Und zwar kommt hier Joe. Ich mache mir Sorgen um meine Haare. Aber können wir mal bitte darüber sprechen, was Roman da für einen Spoiler am Kopf hat? Ist dem Jungen einfach egal. Tischvideo-Zeit? Der so, alles klar, Digi, ich komm vorbei. Nicht Haare waschen, nicht Haare sauber machen, dies, das. Er kommt einfach, Leute. Oh. Ja, Leute. Seht euch diesen Typ mir an. Na, was geht, Leute? Ich bin's, Joe. Ja, meine Haare. Oh mein Gott, checkt mal diese Haarpracht aus. Was geht, Leute? Ich bin's, Joe. Ja. Weißt du, ich habe gerade mich lustig gemacht über Romans Haare. Bruder, wie sehe ich bitte aus? Ich sehe richtig, richtig kacke aus, Mann. Guckt euch mal diese Haare an. Guckt euch mal die Haare an. Also wir haben beide hässliche Haare, Leute. Das war gerade Instant Karma. Ah, meine Haare, du hast meine Haare abgerissen. Meine werten Damen und Herren, es ist wieder soweit. Wir werden heute gemeinsam hier ein bisschen relaxen und chillen. Ey, und du nimmst ein Video auf, nice. Wo ist eigentlich Joe? Wo ist Joe eigentlich hin? Und das hier ist das, was wir heute benutzen werden. Und zwar machen wir nämlich heute zwei Arten von Flummis. Wir erklären euch im Schnelldurchlauf, wie das funktioniert. Wir machen das auf. Ja. Dann holen wir die Sachen raus. Dann haben wir hier... Das sind die kunterbunten Gummiballpäckchen. Sieht aus wie so Brause oder so. Das sieht echt aus wie Brause. Das ist so ein Granulat. Und dieses Granulat werden wir jetzt verwenden, um Gummibälle zu machen. Und das hier ist die Form. Und diese Form kann man so zusammenpacken. So. Oh, geil. Und dann ergibt das so eine Hülle. Habe ich sogar immer noch hier liegen. Da rein und dann wird das sozusagen rund. Genau, richtig. Das heißt, das ganze Ding funktioniert jetzt so. Ich mache mal eins von diesen Dingern auf. Okay, warte, ich mach kurz auf. Seid ihr bereit? Genau, das Ding musst du jetzt ganz voll machen, bis es nicht mehr geht. Ich mache so einen hier, so einen pinken. Und ich nehme hier sogar zwei Sorten. Einmal pink von Lars. Oh, not bad, not bad. Einmal pink von Lars. Bringe ich hier noch gelb mit rein. Okay. Das sieht auch aus wie so ein kleiner Pimini, ne? Das sieht echt aus wie ein kleiner Pimini, aber ein rund und eckig. Und irgendwie viel zu viele Zeiger. Ein rund und eckig. Und dann legen wir das einfach ins Wasser. So, und jetzt sinkt es hier unten ab. Das Granulat in diesem Flummi wird jetzt anfangen, sich so ein bisschen zu... Ja, ja, ich sehe es. Kann man ziehen? Ja, nee, kann man nicht. Es wird jetzt dunkler, weil es nass wird. Es wird jetzt erstmal 5 Minuten lang in diesem Becher chillen und sich einsaugen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Bis gleich. Ah, sorry. Also, Flummis sind jetzt, glaube ich, fertig. Wir können die Flummis jetzt hier rausholen. Und die müssen jetzt erstmal trocknen. Das heißt also, wir legen die hier in diese Petrischalen rein. Muss ich nicht aufmachen. Einfach reinlegen und wir sehen uns in 3 Minuten gleich wieder. Bis gleich. Okay, Leute, währenddessen die kleinen Gummibälle gerade am Trocknen sind. Sorry. Werden wir uns den mittleren Gummiball bitten. Ich bin richtig am Durchdrehen, wenn ich nicht meine Nervosität, mein ADHS rauslassen kann, Leute. Dann werde ich immer ganz unruhig. Wir wenden uns. Das machen wir anders, denn wir haben keine Formen, die so ganz klein sind. Deswegen nehmen wir jetzt alle die Granulatsdinger, die wir hier haben, und machen unseren mittleren Gummiball. Oh, yo! Guck mal, wie das aussieht. Nice aus. Der wird richtig bunt werden. Das wird ein richtig bunter Gummiball werden, ne? Also gehen wir mal einfach mal alle von denen her. Schnipp, schnipp. So. Oh, oh mein Gott. Schaut euch das an. Zack. Und dann haben wir die. Oh, da habe ich ein bisschen daneben geschossen. Ein bisschen Gelb dazu. Guck mal, jetzt haben wir so Bubblegum. Oh, yo, lila einfach. Guck mal, das sieht voll cool aus, Mann. Alter, das wird schon richtig riesig, dieses Ding, gell? Oh mein Gott, das wird so ein riesiger Gummiball. Und ey, das ist so richtig. Das ist sogar glow in the dark. Das heißt, das ist Granulat, was sogar nachts leuchtet. Guck mal, wie sieht's. Oh, was? Das sieht mal dahin. Sau chillig aus. Yo, crazy. Joe! Also, einer von uns wird jetzt so ein bisschen Wasser da reingeben. Yeah, yeah. Warmes Wasser. Weil warmes Wasser sorgt dafür, dass es dann...
Wir nehmen warmes Wasser, weil dann verklebt das Granulat besser. Und du gibst es da einfach rein und ich mische langsam durch. Ja, genau. Und einfach so verteilen, sodass das überall so ein bisschen verteilt wird. Genau, sodass wir bis nach unten durchkommen können. So, und jetzt fange ich an. Ein bisschen. Oh mein Gott. Oh, das funktioniert ja. Der wird gut. Der wird ja jetzt schon direkt hart. Gib mir mal noch ein bisschen mehr Wasser gleich. Und dreh ihn jetzt einfach nur um, sodass da überall Wasser hinkommt. Du musst ihn gleich durchkneten, glaube ich. Wir müssen den wirklich gleich durchkneten. Der macht jetzt nämlich hier schon Faxen, der Gute. Okay, jetzt haben wir hier über die klebrige Masse. Warte. Also, ich nehme ihn jetzt raus. Wow. Wir drücken den mal kurz zusammen, sodass der ein bisschen hier zusammenhält. Das sieht gut aus. Und jetzt muss der nur noch so ein bisschen hier drinnen relaxen. Wir lassen ihn mal noch eine Minute lang stehen. Guck mal, wie der aussieht. Warte, ich zeige ihn mal kurz. Der größte Gummiball, ey. Kann ein bisschen runter machen, aber wir müssen ihn kurz ein bisschen ruhen lassen, weil der ist jetzt... Haben wir damit eigentlich einen Weltrekord aufgestellt? Das google ich kurz. Der größte Gummiball der Welt. Immerhin 4100 Kilo wiegt der mit 2 Metern Höhe und 6,30 Meter Umfang. Weltgrößte Gummiball. Und wir haben einfach als Titel der größte Gummiball. Wahrscheinlich größter Gummiball. Clickbait. Roman macht Clickbait. Ah. Ja, der funktioniert schon richtig gut. Hä, ist ja mega stark. Oh mein Gott, glaubst du, der springt auch heftig? Hier. Guck dir mal meine Finger an, wenn ich die versuche auseinander zu machen. Bei mir beppt alles. Meine Finger beppen. Den lassen wir jetzt trocknen. Und wir zeigen euch jetzt was. Weil das ist jetzt der mittlere gewesen, den wir gemacht haben. Aber Leute, ihr kennt uns. Wir werden jetzt nochmal für euch einen XXL machen. Wir haben insgesamt jetzt nochmal hier 7 Packungen am Start. Wir werden tatsächlich alle Packungen verwenden, um einen absoluten XXL zu machen. Ne? Das wird das Krankeste, was wir jemals gemacht haben. Deswegen bleibt dran. Naja. Wir sehen uns gleich wieder. Also, wir haben mittlerweile schon voll krassere Sachen gemacht. Wenn wir hier alles Pulver in eine Schüssel gemacht haben. Bis gleich. Einfach so diese Musik, ey. Okay. Wir müssen jetzt anfangen, so wie vorhin auch, jede einzelne Packung, die wir haben, hier jetzt reinzufüllen. Oh mein Gott, guck mal, wie hoch der jetzt springt. Und desto länger die übrigens trocknen. Oha. Ich hab dich was getroffen, gell? Digga, das ist das Schlimmste. Oh Mann, so viel Arbeit, ey, für diesen blöden Gummiball. Später werden wir hier schon fast nur dieses Granulat atmen. Das fliegt hier wirklich rum. Ja. Wir werden jetzt hier eine Granulatschicht nach der anderen nehmen. Das hier ist übrigens der mittlere gerade, so sieht er aus. Der ist jetzt übrigens auch voll trocken, das heißt, der springt auch schon ein bisschen. Leute, sau wir machen nice. Jetzt einen Timelapse und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir hier die 100, wie viel, 120 packen. 130 waren es. Was hab ich da gesagt? Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir hier die 100, wie viel, 100. Bist gleich da? Hä, was hab ich da gesagt? Was hab ich da erzählt? 130 waren es, glaube ich. Bis wir 130 Packungen hier aufgemacht ich haben. Nicht auf. So viel Arbeit. Zwei. Oh mein Gott, Ich hab den letzten. Mach den letzten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, wie das aussieht, wenn man das schüttelt. Das ist einfach so ein Hintergrundbild, gell? Oh mein Gott, was geht da ab? Ich putze nur. Putzen Sie? Ja. Alles klar. Das ist jetzt der größte Gummiball, den wir den wir für euch hier machen werden. Flummi! Und dann geht's jetzt gleich an das Kneten. Alter, das ist voll hart. Aber fühlt sich wie Sand an. Aber es ist auch voll staubig. Seid ihr bereit, Leute? Wir legen los. Nice. Der fetzt richtig durch. Ich werde jetzt mit diesem Ding hier die ganze Zeit mischen und du wirst Wasser dazugeben, okay? Heiß. Das ist übertrieben heiß. Echt jetzt? Ja, mega. Okay, gib mir immer ein bisschen. Als ob du ein kleiner Wasserhahn bist, der die ganze Zeit läuft. Kannst du es nicht halten, ne? Das ist mega heiß, Mann. Was? Okay. Hä? Ich hoffe, du das halten kannst. Natürlich kann ich das. Das ist nicht heiß, halt mit beiden Händen. Ne? Für mich ist es mega heiß. Soll ich mal richtig viel reinmachen? Ja, mach mal richtig viel rein. Mach mal Monsterladung. Monsterladung! Ja, genau. Durch. Ja, wie kann das nicht heiß sein, hä? Voll weird. Nein, meine Pistazie! War gut. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, beeilen. Ja, ich glaube, ich mach's mit den Händen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Lars, komm, beeil dich. Das sieht aus wie so Fleisch. Ich glaube, wir brauchen sogar nicht mal mehr Wasser. Guck dir das mal aus. Sieht aus wie ein Gehirn, oder? Das sieht echt aus wie ein Gehirn. Das sieht einfach aus wie so ein Fleischball. Richtig krank. Das ist einfach nur so Gummi, ganz viele verschiedene Farben, Granulat.
Das sieht einfach aus wie so ein Gehirn oder wie so Fleisch. Wir machen einfach gerade ein Gehirn. Ich komme hier rein und du knetest da irgend so ein Fleischball zusammen. Das sieht so komisch aus. Würdest du sagen, das sieht aus wie so ein schwedischer... Ja, so ein Köttbullar. Wir machen einen riesen Köttbullar. Alter, das wäre so cool. Überglitschig, das ist nicht mehr normal. Guck mal, so sollte es eigentlich aussehen und das machen wir. Wir haben so viele schöne Farben gehabt, aber es ist einfach braun geworden. Egal was du machst, es wird immer braun. Ich glaube, der ist schon irgendwie schon fest, Mann. Also man kann ihn noch richtig kneten. Alter, aber der ist schon richtig hart. Ich glaube, der trocknet heute nicht mehr. Ich glaube auch nicht mehr, dass der trocknet. Ich habe eine Idee. Haben wir Handtücher hier? Du kannst ihn in ein Handtuch wickeln und dann so schleudern. Wir werden ihn auf gar keinen Fall schleudern im Handtuch. Das ist Joe. Das ist einfach das Joe. Das ist Joe. Joe, der Gummiball. Wir konnten ihn nicht runtermachen, das tut mir wirklich leid, aber das ist unser Gummiball. Dieser Gummiball wiegt, glaube ich, 1 Kilo. Willst du ihn mal halten? Nee. Okay. Dieser Gummiball wiegt, glaube ich, wirklich über 2 Kilo. Wir lassen ihn jetzt trocknen, den guten Freund. Das und sieht ihr richtig könnt uns eklig aus. Ein Like geben für den größten Gummiball, den ihr jemals gesehen habt. Das ist krank. Willst du mal abbeißen? Sein Fleischbrocken. Wir sehen uns gleich beim Drop-Test. Okay, Leute, was geht? Wir sind hier im Treppenhaus. Das wird jetzt richtig geil. Wir schmeißen jetzt aus dem Fenster den kleinen, danach den mittleren. Und dann den Big Boss. Und dann den Big Boss. Wir haben unten alles abgesperrt, sodass da keiner sein kann und so. Lars geht runter und filmt jetzt. Wir legen los, komm. Das ist so ultra hoch. Guck mal. Oh. Wir werden jetzt in so einen Hinterhof reinwerfen. Okay, Leute, jetzt geht's los. Der kleine, den wir gemacht haben. Wir werfen runter in 3, 2, 1. Okay. Das war aber noch nicht so krass, gell? Der war so, ja. Der nächste, der Medium-Ball. Guck mal, wie schön der leuchtet. Sieht sogar richtig schön aus. Bereit? 3, 2, 1, go! Boah! Wie hoch war der? War das heftig? Jetzt geht's los. Der XXL Flummi. Seid ihr bereit? Okay, wir legen los. 3, let's go. 2, 1, go. Oh. Er hat überlebt. Lass uns das nochmal angucken. Go, go. Okay, Alter, was hat er für ein Damage abgegeben, ey? Hört mal diesen Knall. 1, go. Bomb. Er hat überlebt. Lass uns das nochmal angucken. Go, go. Okay, Leute, das ist es. Wir sind jetzt hier unten und wir können hier mit unseren Gummibällen jetzt richtig gut spielen. Wir hoffen, das Video hat uns gefallen. Meine Hüfte. Ja, sehr krass. Auf jeden Fall sehr, sehr gutes Video, Mann. Check gerne die restlichen Tischvideos aus. Let's go.